Kennst du das Gefühl, eine Rede zu halten oder eine Präsentation halten zu müssen und du hast dabei die Angst, völlig zu versagen? Kennst du diese Situation, in der du dich für etwas gemeldet hast und dann merkst, oh Gott, das wird jetzt gerade richtig heftig und am liebsten würdest du zurückziehen? Der Druck ist riesig und die Angst zu versagen auch. Und ich kann dir zeigen, wie du da trotz allem mit Leichtigkeit hindurchkommst. Und ich kann dir auch zeigen, wie du dir die Angst nimmst zu versagen. Und selbst dann, wenn du die Ergebnisse, die du gerne erzielen wolltest, nicht erzielen kannst, dich und das Leben zu feiern. Denn darauf kommt es an, dass wir immer auch erkennen können, wie großartig wir sind in jedem Moment unseres Lebens und auch gerade dann, wenn es uns überhaupt danach ist. Mein Name ist Hans-Martin Beck, ich bin spiritueller Lehrer, ich bin Trainer, ich bin Gefühlsmensch und ich unterrichte die Inka-Methode seit vielen, vielen, vielen Jahren. Ich kenne die Situation selbst. Ich habe auf der Bühne gestanden vor 500 Leuten. Ich hatte mich ein halbes Jahr vorher dazu committed, eine Rede zu halten. Und kurz bevor ich auf die Bühne sollte, ist mir das Herz in die Hosentasche gerutscht. Und das Kopfkino war angeschaltet. Was sollen die Leute von mir denken? Was, wenn ich mich verhasple? Was, wenn ich den roten Faden verliere? Was, wenn ich stolpere und falle? Was, wenn? Was wäre, wenn? Das war so für mich der Horrorgedanke in meinem Kopf, was wäre wenn? Weißt du, wie ich es hinbekommen habe? Diese Rede nicht nur gut zu halten, sondern so zu halten, dass am Ende die Leute aufstanden und mir Standing Ovations gaben, indem ich zwei Dinge getan habe. Und genau darum geht es jetzt hier in diesem Video. Ich will dir keine Anleitung geben, wie du es genauso machen kannst. Sondern ich will dir sagen, es gibt Werkzeuge, es gibt ganz einfache Tools, die du mit der Kraft deines Verstandes und der Kraft deiner Gedanken einfach durchführen kannst. Ich will dir sagen, was ich getan habe. Ich habe zum einen angefangen, alles loszulassen, was mich gehindert hat, blockiert hat, was mich dazu fast gebracht hätte, mich kleiner zu machen, als ich bin. Ich habe alles Schwere, und ich nenne jetzt mal die Ängste und die Sorgen schwere Energie. Ich habe alles Schwere einfach abgegeben. Und im nächsten Schritt habe ich dafür gesorgt, dass meine Energie sich in dem Raum, in dem ich die Präsentation und die Rede hielt, dass die sich da verteilt hat. Ich wollte, dass die Menschen in Kontakt mit mir und meiner Energie kommen. Ich wollte sie öffnen für mich. Und genau das ist mir gelungen. Und es spielt keine Rolle, ob du eine Rede vor 500 Menschen hältst oder eine Präsentation vor fünf Menschen, ob du einen Makler triffst und das Gefühl hast, jetzt kommt drauf an, oder in irgendeiner anderen Situation bist, in der du gerne das Ergebnis erzielen möchtest, das du gerne hättest. Jedes Mal ist der Druck hoch und die Angst zu versagen auch. Ich habe für mich gelernt, wenn ich in der Lage bin, alles, was mich blockiert, was mich hindert, all diese Was-Wenn-Dinge abzugeben, dann kommt die Leichtigkeit in mein Leben. Und noch leichter wird es, wenn ich es nicht nur für mich leicht mache, sondern auch für die Menschen, die um mich herum sind. Menschen reagieren auf Energie. Es ist unmöglich, nicht darauf zu reagieren. Und wenn du dich jetzt fragst, was erzählt mir der Mann da? Wie soll das denn funktionieren? Dann lade ich dich ein, komm zu meinem kostenlosen Workshop Willkommen in der Leichtigkeit. Und dort zeige ich dir drei Techniken, mit denen du Leichtigkeit in dein Leben bringen kannst. Diese Techniken kannst du auch gerne in deinem ganz normalen Leben und jederzeit anwenden. Da ist der Kontext, um in aller Tiefe auf das einzugehen, worüber ich gerade eben gesprochen habe. Wenn du die Angst hast zu versagen, wenn du Angst hast, dem Druck nicht standhalten zu können und wenn du dann dazu neigst, dich schlecht zu machen und dich auf Schlechte zu fokussieren, ich glaube, dann ist dieser Workshop genau das Richtige für dich.
Ich freue mich, wenn wir uns da sehen, denn da ist die Zeit, um tiefer in dieses Thema einzusteigen. In diesem Sinne, alles Liebe, alles Gute, bis bald. Ciao, tschüss.